Was ist eigentlich die G20? Im Interesse einer nachhaltigeren Zukunft müssen sich die Nationen dieser Welt sowohl den Chancen als auch den Bedrohungen der Globalisierung stellen. Dazu haben sie Institutionen eingerichtet, die einer Reihe gemeinsamer Ziele dienen. Insbesondere wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine Familie weltumspannender Institutionen gegründet. Das bedeutet, dass fast jedes Land der Welt ihnen angehört. Diese Institutionen begegnen globalen Herausforderungen, vergeben Entwicklungskredite und fördern finanzielle Stabilität. Die Vereinigten Staaten und Europa übernahmen das Steuer der internationalen Finanzinstitutionen. In letzter Zeit jedoch ist die Welt multipolar geworden. Länder wie Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, gemeinhin als BRICS bezeichnet, wurden es leid, immer um ihren fairen Anteil an Stimmen und Einfluss in diesen Institutionen ringen zu müssen. Sie gründeten deshalb ihre eigenen. Zusätzlich zu diesen Institutionen, denen sich jedes Land anschließen kann, gibt es noch exklusive Regierungsclubs wie die G20. Hier kommen 5 wissenswerte Fakten über die G20. Erstens, die G20 ist ein elitärer Club. Dieser Club besteht aus 19 Ländern und einer Region der Europäischen Union. Ihm gehören traditionelle Mächte wie die USA und europäische Länder an, aber auch aufstrebende Mächte wie China, Indien und Indonesien. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten gründeten die G20 im Jahr 1999, um den Folgen einer Finanzkrise in Asien zu begegnen. Hierfür wählten sie Länder mit großen Volkswirtschaften, zu denen sie ein gutes Verhältnis hatten. Im Jahr 2008 trieb die durch die USA ausgelöste weltweite Finanzkrise die Kosten für Lebensmittel und Treibstoff in die Höhe. Viele Menschen mussten hungern und verloren Arbeit, Heim und Einkommen. In Erwiderung auf diese Krise hielt die G20 ihr erstes Gipfeltreffen ab. Die G20 bezeichnet sich selbst als das führende Forum für internationale Wirtschaftskooperation. Zweitens ist es oberste Priorität der G20, die Welt vor Finanzkrisen zu schützen. Um eine globale Depression abzuwenden, verpflichtete sich jedes Mitgliedsland der G20 zu einem bedeutsamen Ausgabenplan, besonders im Jahr 2009. Diesem gemeinsamen Stimulus während der großen Rezession wird allgemein zugeschrieben, eine Weltdepression mit verhindert zu haben. Allerdings hat sich die Weltwirtschaft nicht vollständig oder nachhaltig erholt. Die G20 arbeitet nicht mit der gebotenen Dringlichkeit an der Vollendung ihrer Finanzreformagenda, um eine erneute Krise abzuwenden. Es sind alarmierende Entwicklungen zu verzeichnen, wie etwa deutliche Einbrüche in Handel, Investitionen und Wachstumsraten und hohe Arbeitslosigkeit in vielen Ländern. Bis 2016 haben die Bemühungen der G20 um Wachstum und Investitionen überdies wesentliche Probleme wie Ungleichheit und Klimawandel praktisch ignoriert, obwohl diese untrennbar mit finanzieller Stabilität verbunden sind. Drittens wächst das Mandat der G20 immer weiter und weiter und weiter. Als die G20 der Ansicht war, die kritische Phase der globalen Finanzkrise sei überstanden, übernahm sie noch weitere Mandate und versprach, Märkte zu reformieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Korruption zu beenden und Infrastruktur zu finanzieren. Beim G20-Gipfel in China im September 2016 kündigte die Gruppe neue Mandate an, und zwar nachhaltige Entwicklungsziele zu fördern und Erderwärmung zu stoppen. Manche Initiativen der G20 sind widersprüchlich, wie etwa in Bezug auf Erderwärmung. Der G20 ist es nicht gelungen, Subventionen für fossile Brennstoffe abzuschaffen, was zu deren Übernutzung beiträgt. Gleichzeitig schaden solche Subventionen der Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien. Außerdem empfiehlt die G20, alle verfügbaren Energiequellen zu nutzen, insbesondere Erdgas. Unter anderem in den Bereichen Energie und Klima bietet die Zivilgesellschaft der G20 Lösungen und Empfehlungen, wie sie ihre Mandate erfüllen kann. Manche Präsidentschaft der G20 schränkt die Zivilgesellschaft jedoch ein oder leistet gegenüber Bedenken der Bürger lediglich Lippenbekenntnisse. Viertens unternimmt die G20 nur winzige Schritte in Richtung nachhaltige Entwicklung. Oberste Priorität der G20 ist weltweites Wachstum. Um dies zu fördern, hat der chinesische G20-Gipfel die Allianz für globale Infrastrukturkonnektivität ins Leben gerufen. Dieses Bündnis zielt auf eine Steigerung von Infrastrukturinvestitionen um jährlich 1 Billion $ auf insgesamt 3,7 Billionen Dollar jährlich ab. So würden Investitionen in Megaprojekte in Bereichen wie Energie, Verkehr und Wasser angekurbelt, insbesondere weil diese auch Handel zwischen Regionen und Kontinenten fördern. Falls dies nachhaltig gemacht wird, wird die Infrastruktur gedeihen. Wird es als Business as usual, also im alten Stil, angegangen, könnten solche Projekte kohlenstoffintensive Technologien auf lange Zeit fest verankern und die Erderwärmung beschleunigen.
Dies wäre eine Katastrophe für den Planeten. Fünftens. Der Vorsitz Deutschlands 2017 kann etwas bewirken. Auf den chinesischen Vorsitz der G20 folgt nun Deutschland. Die Regierung Merkel bereitet derzeit den Gipfel der Staats- und Regierungschefs vom 7. bis 8. Juli 2017 in Hamburg vor. Als Vorsitzender der G20 kann Deutschland die Agenda und das Format der Gruppe gestalten. Damit bietet sich eine Gelegenheit, Führung zu beweisen, damit die G20 gewaltige Schritte in Richtung nachhaltige Entwicklung machen kann. Diese Ziele können nicht einfach nebenher verfolgt werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Sie müssen zentraler Bestandteil jeder Investitions- und Wachstumsstrategie der G20 sein. Der deutsche Vorsitz der G20 steht in der Pflicht, diese Ziele zu erreichen und so zu einer nachhaltigen Zukunft für den Planeten und seine Bewohner beizutragen.